Der Landwirt von nebenan hat wieder ein bisschen Gülle auf seine Felder aufgetragen. Es stinkt wie die Hölle und die Leute sagen mir immer, Brennnesseljauche riecht ein bisschen unangenehm. Aber im Vergleich zur Gülle ist dieser organische Dünger wirklich ein Witz im Vergleich zum Geruch. Und mit der Brennnesseljauche könnt ihr euren Pflanzen wirklich etwas Gutes tun. Und ich möchte heute mit euch einfach mal Brennnesseljauche ansetzen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und in der heutigen Episode möchte ich mit euch Brennnesseljauche ansetzen. Einen wunderbaren organischen Dünger, den man ganz einfach für seinen Garten und für seine Pflanzen herstellen kann. Die Vorteile von Brennnesseljauche sind eigentlich ganz einfach. Also die Brennnessel von allgemein hat ziemlich einen guten Nährstoffwert, vor allem sehr guten Kaliumwert. Das heißt, dass dort zum Beispiel Fruchtgemüse wie zum Beispiel Melonen und Tomaten sehr stark profitieren, zumal Brennnesseljauche ja auch sehr anregend und antreibend für die Pflanzen wirken. Und zumal der Sud, den man nach 24 Stunden durch das Ansetzen der Jauche erhält, kann man zum Beispiel das auch für Blattläuse verwenden, damit die zum Beispiel eure Pflanzen nicht schädigen. Was brauchen wir alles für diesen wunderbaren Dünger? Also vorneweg brauchen wir einfach nur ein Behältnis oder einen Behälter. Ich habe jetzt hier eine große Regentonne, weil ich für die Brennnesseljauche eine große Menge ansetzen möchte, weil ich doch mehrere Flächen zur Verfügung habe bzw. auch dort dann Pflanzen kultivieren werde. Ihr könnt auch natürlich auch Mörtelkübel, habe ich letztes Jahr zum Beispiel verwendet, oder einfach 50 Liter Tongefäß oder wie auch immer, ein 10 Liter Eimer, da ist eigentlich eure Kreativität keine Grenzen gesetzt. Natürlich benötigen wir auch Brennnessel in großen Mengen, also so viel, wie viel ihr einfach benötigt. Die natürlich klein geschnitten und natürlich Regenwasser und dann ein bisschen Geduld von 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wo ihr denn das Regenfass stehen habt, denn in der Regel ist es so, wenn die Brennnesseljauche in einem Fass angesetzt wird, welches in der Sonne steht, dann geht die Vergärung und der Prozess viel schneller vonstatten als im Schatten. Die Brennnessel hier mit ein bisschen Vogelmiere, Knoblauchsrauke und Löwenzahn habe ich aus dem Schrebergarten hergebracht. Da habe ich mit der Sense ein bisschen rumgespielt und ein bisschen gemäht, damit es auch ordentlicher ausschaut und nicht ganz so verwildert. Jedenfalls, wenn ihr die Brennnessel geholt habt, dann ist es wichtig, die klein zu schneiden, also die größeren Stängel und Blätter einfach wie beim Sauerkraut zurechtschneiden, weil es ja doch ein Gärungsprozess ist. Und wenn ihr die Kieselsäure bzw. die Stacheln von der Brennnessel nicht gewohnt seid, ist es ja auch empfehlenswert, Handschuhe dabei zu tragen. Vor allem, weil die Kieselsäure ein Inhaltsstoff ist der Brennnessel, die auch dazu beiträgt, dass die Blattläuse oder andere Insekten eure Kulturpflanzen in Ruhe lassen, zumal auch diese gegen Pilze, glaube ich, sogar helfen soll bei Tomaten. Also das ist einfach ein Stoff, der antreibend wirkt. Deswegen ist auch die Brennnesseljauche wirklich hervorragendes Mittel. Und ich werde jetzt einfach hier den ganzen Sack etwas kleiner schneiden und den dann ins Fass geben. Nun ist alles klein geschnitten und im Fass drinnen und das befülle ich jetzt einfach alles mit Regenwasser am besten. Und da sehen wir uns jetzt gleich, weil das ist ein bisschen schwierig, die Kamera zu halten und die Gießkanne noch nebenbei. Ich habe jetzt ungefähr 10 Gießkannen voll Regenwasser mit
zu den Kräutern dazugegeben und das stampfe ich jetzt ein bisschen rein, damit alles unter Wasser ist, und das werde ich dann später nochmal gut verrühren. Nachdem ihr die Jauche so angesetzt habt, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, solltet ihr sie jeden Tag umrühren, um einfach Sauerstoff in die Jauche mit einzubringen, denn dadurch kommt es erst zur Vergärung, und das macht ihr halt dann so lange, bis keine Bläschen mehr zu finden sind oder beziehungsweise aufsteigen, denn dann ist auch die Jauche fertig, und meistens erkennt man auch daran, dass die Jauche fertig ist beziehungsweise der Gärungsprozess gut fortgeschritten ist, wenn sie anfängt zu riechen oder zu stinken. Aber keine Angst, ihr könnt zum Beispiel Urgesteinsmehl mit einmischen oder auch Baldrian-Gewächs, wie zum Beispiel Feldsalat, den habe ich noch im Gewächshaus, den kann man auch noch mit einarbeiten, und das soll zum Beispiel jetzt den Geruch ein bisschen neutralisieren. Für was könnt ihr jetzt zum Beispiel die Jauche verwenden? Also im Verhältnis von 1 zu 10 könnt ihr die zum Beispiel für eure Pflanzen, eure Starkzehrer wie zum Beispiel Gurken, Tomaten oder Melonen verwenden, aber auch für eure Jungpflanzen könnt ihr den Dünger verwenden, aber da solltet ihr halt aufpassen, da ist das Verhältnis 1 zu 20, also bitte nicht übertreiben. Bei der Brennnesseljauche ist es immer noch ein Dünger, er ist zwar biologisch, aber es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt einen konventionellen oder einen organischen verwende, Dünger bleibt Dünger, und ich kann natürlich auch damit meine Pflanzen überdüngen und auch schaden. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass in der Permakultur der Boden der beste Dünger für die Pflanzen ist. Da ist es halt eigentlich für mich persönlich viel wichtiger, Humus aufzubauen, Bokashi einzuarbeiten und Pflanzenkohle natürlich selber herzustellen und auch mit einzuarbeiten. Aber bis dahin, dass unsere Böden diese Qualität haben, ist die Brennnesseljauche ein guter Mittelweg, finde ich. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr nach 24 Stunden einen Brennnesselsud erhält, den ihr auf eure Kulturpflanzen besprühen könnt, um zum Beispiel gegen Blattläuse vorgehen zu können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und eventuell konnte ich euch als Inspiration dienen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, meinen Kanal kostenlos abonnieren könnt, und natürlich auch nicht zu vergessen ist, dass ihr auf die Glocke drückt, damit ihr immer wieder benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich würde ich mich auch über einen netten Kommentar freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.